Tatsächlich hat das mit Thanksgiving gar nichts zu tun. Hier in Tokio ist eher schon Weihnachtsstimmung. Trotz alledem, feiertaglich geht es tatsächlich auch zu, nicht nur hier in Japan, nein, hier auch an den Börsen. Denn heute ist Feiertag, heute passiert nicht wirklich was, in Amerika zumindest. Und wir wissen, wie es ist, wenn Amerika zu ist, werden viele Händler, egal wo auf der Welt, natürlich sich zurückziehen und sagen, dann mache ich doch auf Feiertag, dann mache ich mal ein bisschen ruhiger und konzentriere mich mal auf andere Dinge. Und sich den Donnerstag und natürlich auch den Freitag frei nehmen, denn wenn man schon an einem Tag frei hat, dann kann man sich den Brückentag dann ebenfalls nehmen und vielleicht sogar dann überlegen, ob man am Black Friday sogar nochmal ein klein bisschen einkauft. Dementsprechend heute nicht wirklich was Tolles zu erwarten. Es kann durchaus Bewegungen geben, aber die Frage ist, wie erratisch sind die? Sind die wirklich dann maßgeblich auch aussagekräftig oder müssen wir damit rechnen, dass der Kurs einfach nur hin und her eiert, suchend und noch nicht weiß, wohin er sein Ei legen soll, um dann im Anschluss, also sprich dann spätestens ab Montag, dann wieder Fahrt aufzunehmen. Ich denke mal, dafür spricht durchaus einiges. Ein bisschen was habe ich gesehen beim Euro gegen US-Dollar. Das ist auch schon fast das Einzige. Wir sind da sehr schubmäßig fünffällig nach unten gelaufen. Vielleicht mal angucken im Chart. Das gefällt mir durchaus. Was wir jetzt bräuchten, wäre eine Korrektur nach oben. Die hat schon angefangen, aber ist noch völlig viel zu früh. Also noch nichts, was wir auch in dem Trade des Tages mit aufnehmen können, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt auf der Ebene, die ich hier gesehen habe. Trotz alledem ein Hingucker ist das auf jeden Fall. Ansonsten kann man eigentlich nur sagen, heute ein bisschen die Bälle flach halten. Vielleicht ein wenig die Strategien für die nächsten Tage, für die Vorweihnachtszeit nochmal durchsprechen. Vielleicht ein bisschen auf Einzeltitel fangen gehen. Wir zum Beispiel machen das so, dass wir immer an Tagen, wo wenig mit dem Handel ist, dass wir dann mal im übergeordneten Bild ein bisschen rumsuchen, sprich, ob wir dort einzelne Aktien finden, die wir spannend finden, wo wir mal reingehen können. Vielleicht wäre das eine Aufgabe, die auch für Sie heute interessant ist, um das übergeordnete Bild ebenfalls ein bisschen mit abzubilden. Im Nahkampfchart also im Moment ein bisschen vorsichtig sein, denn das Verhalten kann sich auch abweichen von dem, was man normalerweise kennt hier Verhalten. Da muss man ein bisschen dezenter sich zurückhalten, aber keine Sorge, übergeordnet gilt das Ganze natürlich und spätestens, wenn die Marktteilnehmer zurückkehren, sollte es ja weitergehen. Zurückkehren ist das richtige Stichwort, denn ich muss jetzt zurückkehren und einkehren mit einer Reihe von Finanzdienstleistern hier in Tokio, die nämlich alle sagen, wenn dann doch sowieso nicht viel los ist, dann lass uns doch mal gemeinsam Abendessen. Das werde ich heute Abend traditionell japanisch tun und dann natürlich über die Märkte fachsimpeln, nicht über einzelne Trades, denn wie gesagt, da ist heute nicht viel zu erwarten, sondern im großen Bild. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und gebe Ihnen nochmal einen weihnachtlichen Eindruck hier ganz zum Schluss. Es blinkt und glitzert hier mitten in Tokio.